beziehungsweise wie man das Ding schwingen muss. Ist gruselig von der Statue. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, höre nun die Botschaft der Göttin. Sucher der göttlichen Flammen, lausche meinen Worten. Ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch zwei göttliche Flammen fehlen dir. Um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die göttlichen Flammen erhalten. Nun nimm dieses Lied und begib dich in die Wüste Ranel, wo dich eine weitere Prüfung erwartet. Sehr schön. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn das ein bisschen anspruchsvoller wäre, das selber zu spielen. Statt immer nur auf und ab. Bis eben mit Tastenkombinationen oder auf die richtigen Seiten anschlagen oder so. Das ist da ein bisschen zu einfach gemacht, finde ich. Dieses Lied heißt Nairus Weisheit. Ein Lied der Weisheit, das dich führen wird, Gebieter. Du hast die Nairus Weisheit eingeprägt. Oh ja. Gleich mal spielen. Ich werde Nairus Weisheit für dich aufbewahren. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zur Wüste Ranel. Kann ich das hier gar nicht spielen? Ach, schade. Ich wollte das jetzt gerne einmal spielen. Aurasuche. Check. Ja. Hab's ja wohl kapiert. Kann man leider nichts Besonderes machen. Finde ich ein bisschen schade gemacht. Schlecht gemacht, sagen wir so. Es ist nicht direkt schlecht, aber es ist einfach zu einfach. Man muss halt nichts merken, man muss einfach nur auf und ab, auf und ab. Das dann halt im Takt. Dadurch kann man eben, wenn es immer von der Position abhängt, wo man ist, welches Lied man spielt, kann man natürlich dann Lieder auch nicht jederzeit spielen. Ist dann ein bisschen schade. Das hat mir eben bei Ocarina of Time so gut gefallen, dass man da die ganzen Lieder immer wieder spielen konnte. Wann man wollte. Das waren wirklich schöne Lieder. Nein! Ah, ich wollte doch nur den Cursor zentrieren. Was kommt davon? Schnell da raus, bevor die Dinger wieder kommen. Okay, die sind schon da. Ja, in Ruhe! Raus da, schnell! Ah, ich bin draußen. Sehr gut. So, jetzt fliege ich direkt mal zu der Kürbisinsel. Obwohl, nein, ich fliege zuerst zum Markt und dann fliege ich zu der Kürbisinsel. Zu der Kürbisbar. Dann werde ich mich mal nach dem Kind umsehen. Wer keiner vorwerfen kann, ich wäre ein schlechter Mensch. Keine kleinen Kinder für ihn. Ein schwieriges Wort. Fliegt da gerade irgendwo der Bazar hier rum. Wenn ich jetzt auch gerade mal da bin. Der fliegende Markt mit dem Käfernetz. Das sieht man jetzt irgendwo, oder? Das
sehe den zumindest nirgendwo. Schade, da wäre ich jetzt auch gerne mal hin. Weil so ein Käfernetz wäre dann schon mal praktisch, wenn die schon immer davon reden. So. Was gibt es denn heute Schönes im Angebot? Kann ich mir jetzt vielleicht irgendwas bauen? Hey! Hey, Winkel zu meinem Trapo! Oh, kommst du etwa, weil du Arbeit für mich hast? Einmal Schild reparieren, bitte? Sag mir, welchen Schild ich für dich reparieren soll. Den Eisenschild, bitte. Diesen Schild hier soll ich reparieren? Pah, nichts wert als das. Mal sehen, für 10 Rubine sind da gleich wieder raus. Ja, 10 Rubine sind jetzt nicht viel. Alles klar, dann lege ich mal los. Jetzt muss man an so einem Schild schrauben. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Dein Schild wurde repariert. Der sieht aus wie neu. Hey, Freundchen, du hast kein Schild mehr, den ich reparieren könnte. Komm einer nochmal wieder. So, und jetzt bitte upgraden. Hey, ja, verbessern. Alles klar, das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. So, was gibt's denn alles? Käfer. Brauche ich 2 Eonenblumen. Verdammt. Da? Den könnt ihr schon mal. Sehr schön. Der hat dann einen Streuschuss. Bombentasche, fehlt mir noch ein Eidechsenschwanz. Deko-Kerntasche. Und den Schild könnte ich auch. Warte mal. Flächenangriff mit einem einzigen Deko-Kern. Setze ich das überhaupt ein? Ach, einfach machen. Nicht nachdenken. Jawohl, aber vergiss nicht, deine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Kein Problem. Okay. Okay, dann lege ich mal los. Als ob meine kleine Steinschleuder Schrauben hätte. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Hahaha. Du hast die Streuschleuder erhalten. Halte A gedrückt, um mit einem Schuss einen großen Bereich abzudecken. Sag mir Bescheid, wenn ich noch ein anderes Item für dich verbessern soll. So, kann ich den Schild jetzt noch? Warte mal, was kann der Käfer eigentlich? Eine extra Turbo-Funktion eingebaut. Okay, da brauchen wir doch Ionenblumen. Machen wir mal ein Schild. Jawohl, aber vergiss nicht. Ja, bla bla bla. Ich glaube, ich werde nicht alles genauso vorlesen. Sonst rede ich mir die Zunge knotig. Wenn man das so sagen kann. Glaube eher nicht, aber hab's jetzt schon gesagt. So, ich bin fertig. Du hast den harten Eisenschild erhalten. Dieser robuste Schild hält mehr aus als der Vorgänger. Wahrscheinlich kann ich jetzt gerade ein neues Schild kaufen, aber ist mir egal. Sag mal Bescheid. Kann ich noch was? Da habe ich jetzt zu wenig. Da fehlt mir der Eigendechsenschwanz. Und da fehlen mir noch die 2 Eonenblumen. Kann ich den nochmal verbessern? Boah. Nicht schlecht. Oh, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. So, hast du irgendwas Neues zum Kaufen? Ach, verdammt. Stimmt ja, der hat ja den neuen Beutel. Den neuen Schild. Ach ja, den kann ich mir eh noch nicht leisten. Warte mal, wie viel kostet der heilige Schild? Fünf rote Rubine, kann ich sowieso noch nicht tragen. Ach, das macht doch nichts, hör da her. Ja, das kennen wir schon. Du kleiner Schleimer, du. Krieg ich irgendwo einen Geldbeutel, das sind Bombentaschen und eine Deko-Kerntasche. Was haben die denn Neues? Ich habe einen neuen Trank im Angebot, mein Lieber. Ich nenne ihn Lufttrank. Dieser Trank sorgt dafür, dass unter Wasser eine Luftanzeige ein wenig langsamer leer. Das ist doch wirklich praktisch, oder? Wenn du ihn auswendig kaufen willst, du weißt ja schon, wo das geht. Ich glaube, ich werde mir dann so einen Lebenstrank mitnehmen. Oh, hallo. Willkommen im wunderbaren Trankladen. Ich bin dafür zuständig, deine Tränke zu verfeinern. Ich benötige jedoch Insekten zum Verfeinern der Tränke. Besuche Terris Laden? Ja, das hatten wir schon mal. Ja, sieh dir einfach um.
So, was ist denn hier ein Heiltrank? Oh, das ist der Rüstungstrank. 500 den Schaden, nur da hopp, hopp, habba, habba, habba. Blabbel, blabbel, nein. So, was ist das hier? Das ist ein Wundertrank. So etwas Großartiges bekommst du nirgendwo. Schmieren auf dein Schild, um ihn zu reparieren und die Schildanzeige wiederherzustellen. Nicht nur das, dabei werden auch noch 4 deiner Herzen aufgefüllt. Klingt verlockend, brauche ich aber nicht. Obwohl, den nehme ich mir vielleicht mit. Erstmal schauen, was hier noch gibt. Das ist ein Lufttrank. Okay, das hatten wir schon. Bla 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 bla. Läppische 20. Ist ein tolles Angebot, brauche ich aber nicht. Dann ist das der Heiltrank, oder? Das ist ein Herztrank. Er füllt sage und schreibe ganze 8 Herzen auf. Ohne solch einen Trank würde ich mich nicht ins Abenteuer stürzen. Eine Flasche davon kostet nur 20 Rubine. Nehme ich direkt einen mit. Ist ein Herztrank erhalten. So, vielen Dank. Und vergiss nicht, wenn du diesen Trank verfeinern möchtest, wende dich an meinen Mann. Und was ist das für ein Trank? Das ist mein Ausdauer. Ach so. Ach, der nimmt überhaupt langsamer ab. Ist ja cool. Ich nehme jetzt noch den Wundertrank mit. Dann sollte das fürs Erste passen. So ein Käfernetz muss ich mir jetzt auch mal besorgen. Na, den Laden habe ich ja jetzt gerade nirgendwo gesehen. Hm. So. Wenn man schon 2 Flaschen mit hat, sollte man auch irgendwas reintun. Mysteriöser Trank stellt deine Schildanzeige komplett wieder her. Vielen Dank, ja, bla bla bla. So, die sollten jetzt glücklich sein. Sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt ab zur Kürbisbar. Sieht man da jetzt irgendwo den Laden? Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Bin ja nicht blöd. Da ist der Laden, aber wie komme ich da hin? Ah, warte mal, warte mal. Haps, ich hab's, ich hab's, 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 hab's. Schauen, ob ich genug Geld habe für ein Käfernetz. Nein! Ach, Mist. So. Nächster Versuch. Dachte mir, da muss ich mit dem Vogel irgendwie rauffliegen. Stattdessen geht das ja so einfach hier. Kann ich den da oben machen? Ach, da kann ich dann direkt abspringen. Wahrscheinlich. Nein! Ah. So, Flächenangriff. Ja, es hat schon was. So ein Flächenangriff mit der Schleuder. So, und diesmal bitte in den Laden reingehen. Am dritten Versuch. Dankeschön. Ach, cool. Hier gibt es sogar mehr Sachen.